Hallo und herzlich willkommen. Heute bauen wir eine Auspuffanlage bei unserem Mustang. Das ist nicht unser Mustang, das ist der Mustang von dem Maurice, der bei uns im Verkauf arbeitet. Wir haben Paket 1 und Paket 2. Kannst du mal gucken? Guck mal, wie schön das alles hier wird. Bildchen mit allem drum und dran. Guck mal, mit Priori sein. So. Ne? Der Mustang bekommt eine Klappenauspuffanlage von der Firma NAP. Früher haben wir sehr viel mit der Firma gemacht, aber irgendwie gab es da so einen Besitzerwechsel. Und irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren. Ich habe gehört, nur Gutes gehört, letzte Zeit von der Firma, und ich bin selber gespannt, wie der Sound ist, wie die Passgenauigkeit ist und so weiter und so weiter. Ne? Aber bei Auspuff ist das so, wenn da was nicht passt, da kann man nicht so ein bisschen, bisschen hier, ein bisschen da, das geht nicht. Wir machen jetzt zuerst einen Soundcheck. Norman, komm, darfst du mich begleiten, ich erlaub's dir. Achtung, das wird laut! Geiles Ding, wo ist es an? Auf der Mittelkonsole. Ach cool, war hier. Was falsch ist doch. Das war Blinker. Startgeräusch, 60 Dezibel. Vielleicht ein bisschen mehr. Nein, der hört sich wirklich nicht an wie ein Mustang. Ich muss etwas oben tun im Büro. Ihr kennt das, ne? Immer wenn so komische Arbeit zu tun ist, dann sagt der Melzer, ja, ich komme gleich. Und bleibt eine Stunde im Büro. Kommt, wenn das fertig ist. Nein, ich helfe ein bisschen mit. Oh, wie schön das alles hier gemacht ist, ja. Wie bei Louis Vuitton, wenn du das schon bekommst, dann kannst du auch erstmal hier 70 verschiedene Mäppchen drin haben. Guck mal, so ein Ding. Extra eingetütet. Niklas Lübcke. Niklas Lübcke, ist das der Sohn von dem? Yep. Ja. Okay. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Glaube ich. Aber guck mal, schön. Wenn die alle so ausgeliefert werden, hier mit meiner. Schön. Richtig detailliert erklärt. Mit TÜV, mit allem drum und dran. Das ist sogar ABE, glaube ich, ne? Ja. Ist ABE? Eintragungsfrei. Eintragungsfrei. Ich bin gespannt, ob der laut ist. Weil eintragungsfrei heißt immer Abstriche bei dem Sound. Guck mal. Dankeschön. Hast du gesehen? Sein Muster. Ja, packen wir aus. Der Jason hilft mir dabei. Der hat nämlich Ferien und der muss helfen. Sonst gibt es kein Taschengeld bei dem Belzec. Ja? Einfach rausreißen? Rausreißen, Müll packen. Keine Ahnung. Mach ich den Vater. Ja. Ja. Nee, das ist schön. Guck mal. Das alles, die machen das alles in Deutschland. Na, mal schön. Sieht gut aus. Aber das ist viel wichtiger. Boah, ist schwer. Was ist schwer, das? Passt zu mir. Ich bin auch schwer. Leg mal andersrum. Nö. Doch. Nee, andersrum. So? Andersrum. Oh. Oh, guck mal, was die gemacht haben. Wie geil ist das denn? Das ist schön, freut mich wirklich sehr. Vielen Dank nochmal an die Firma NAP. Guck mal, wie schön das geschweißt ist gemacht. Ich mag das bunte, sieht schön aus. Das entsteht, wenn er quasi sehr heiß geschweißt wird. Ja? Wickschweißverfahren. Richtig. Wenn ich das sage, hört sich das komisch an. Sag mal. Nein.
So, also. Eins haben wir. Zurücklegen. Montagekit. Schön verpackt. Schön verpackt. Alles. Oh. Guck mal. Gibt so ganz viele Schellen für den Auspuff. Das wird ein Akt, glaube ich, oder? Das ist quasi ein Bausatz. Das kann man auch woanders benutzen, ne? Ich bestelle wieder welche etwas größer. Jedes Video geht jetzt in diese Richtung. So, also das ist ein anderer Karton, Entschuldigung. Guck mal, sogar das ist so schön verschlossen, quasi. Sag mal her, ein Karton. Aber das ist wirklich eine verpackt wie bei Louis Vuitton, ohne Scheiß. Bei gut, ein bisschen Gucci-Schuhe da. So als Geschenk für, oh. Oh mein Gott, guck mal, wie die runden eingepackt sind. Krass. Dass man sich so einen Aufwand macht, ne? Wirklich, und die Endroller so einpackt, ne? Maurice, du bekommst einen Louis Vuitton-Auspuff. So. Und so. Let's go. Norm baut ein. Mach den Wagen hoch. Machen wir so einen kleinen Carporn hier. Schön ein bisschen von der Schweißlid und so weiter. Exhaust Porn. Okay. Ich komme im Büro. Wenn ihr was braucht, ruf mich an. Und dann komme ich mit meinen Spezialhänden und schließe das an. Alles klar. Maurice, freust du dich? Hä? Freust du dich? Nein, gar nicht. Soll er auch lesen können hier irgendwie? Minimal? Ich keine Ahnung. Maurice? Maurice, wir sind live dabei. Wir filmen übrigens gerade. Das Problem ist, dass es so dunkel da unten. Ja? Wir haben so eine schöne Lampe von einem Sauerländer bekommen, aber die ist nicht aufgeladen. Doch ist die. Maurice benutzt die nur nicht. Ach so. Nein, Maurice denkt, der hat Adleraugen. Die hängt sogar da hinten, da kann man mal... Warte mal, guck mal her, ich sag dir was, guck mal. Anleitung, guck mal wie krass, das ist alles mit Bildern, alles eigentlich idiotensicher. Ja? Also wirklich sehr, sehr schöne Anleitung, wirklich. Wir sind dran jetzt, warte, wir sind 2, 3, 4 Stunden schon, ne? Ja, langsam, kein Stress. Also die erste Anlage dauert so lange, ja? Die zweite machst du blind und die dauert nur die Hälfte. Also die Auspuffanlage an sich haben wir eingebaut in eine Stunde circa. Noch nicht mal eine Stunde, genau. Ja, Kabel verlegen dauert halt, Rad ab, Radhausschale raus, einen Weg finden in den Innenraum. Genau. Ja, das ist das, was dauert. Ja. Gut, machen wir weiter. So, die Musteranlage ist verbaut und ich habe die schon gehört. Die klingt gut, sehr gut. Ja, wir haben den Knopf für die Klappenausfahranlage verbaut. Ich brauche ein bisschen Sonnenbrille. Es ist echt hell hier. ja, sollen wir uns anhören? Ja, sicher. Ja. Hey, Maurice, mach die an. Der Maurice ist da. Dann kann ich ja von außen hören. Ja. Achtung, mal nochmal. Das ist gut. Ja, ist gut. Also ehrlich gesagt, der klingt richtig gut. Ich weiß nicht, ich glaube auch für Kamera ist das
nie so, glaube ich, mit einem Auspuff. Ist ein bisschen schwer, ne? Aber das ist echt cool Sound. Könnt ihr vielleicht so ein paar Aufnahmen machen, wie der los wird oder sowas? Na klar. Ja, macht ihr das? Das war's hier aus Komplimentwort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Like, Kommentar oder was auch immer da. Ja, wir würden uns wirklich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.